So, kommen wir zur achten Aufgabe und erstmal zu der Theorie. In der achten Aufgabe geht es um Abschreibungen. Da haben wir halt vier Stück: linear, arithmetisch, degressiv, geometrisch, degressiv und Leistungsabschreibung. Obwohl ich hier in diesem Video erstmal nur auf linear, arithmetisch, degressiv und geometrisch, degressiv halt eingehe. Also, linear sollte jedem vertraut sein. Linear. Da ergibt sich der Abschreibungsbetrag aus. Also Abschreibungsbetrag, und der ist jedes Jahr gleich. Und das sind die Wiederbeschaffungskosten. Es können aber auch manchmal die Anschaffungskosten sein, wenn die WBK nicht gegeben sind durch die Nutzungsdauer. Dann, also das ist unsere erste Form, dann haben wir arithmetisch-degressiv. Arith. Ach, verschrieben. Arithmetisch-degressiv. Oh, also heute ist echt der Wurm drin. So. Und dort müssen wir einen Degressionsbetrag errechnen, also D. Und der ergibt sich aus WBK durch ND, also die Nutzungsdauer, mal, das ist hier wichtig, diese Halbe, was dort halt steht, ND D plus 1 halbe. Okay. Und dann kommen wir, das ist der Degressionsbetrag, und dann den richtigen Abschreibungsbetrag des jeweiligen Jahres ergibt sich aus AT ist gleich der Degressionsbetrag mal ND plus 1 minus T. Gut, und dann haben wir noch geometrisch degressiv. Geo. Oh Gott. Geo. Metrisch degressiv. Und dort haben wir einen Prozentsatz. Und dort ist das P ist gleich 100 mal die endierte Wurzel. Aus Restbuchwert. Restbuchwert durch WBK. Und dort haben wir aber einen maximalen Abschreibungsbetrag, den wir halt nur wählen können. Maximal. Und das sind 40%, die wir abschreiben dürfen. Kann sein, dass sich das woanders ändert, aber jedenfalls bei uns war es in der Vorlesung so, dass wir maximal 40% halt abschreiben wollen. Und da wir halt mit einem Prozentbetrag abschreiben, müssen wir natürlich dann irgendwann wechseln zur linearen Abschreibung, weil sonst können wir ja hier nie auf Null kommen. Also 40% von irgendwas, dann davon wieder 40% was, das könnte ewig so weitergehen. Das ist natürlich unrealistisch. Also irgendwann muss man denn da auch wechseln. Und das haben wir auch, glaube ich, mal in den Aufgaben gehabt. Oder haben das halt auch nochmal. Und dann, wie gesagt, als vierte Abschreibungsmöglichkeit haben wir noch eine Leistungsabschreibung. Dort haben wir
zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Stunden, Maschinenstunden, die eine Maschine leisten kann, über ihre gesamte Laufzeit, und dann teilt man das zum Beispiel durch 5 und hat dann, am besten schreiben wir es doch nochmal auf. Also viertens haben wir dann noch Leistungsabschreibung. Dort haben wir zum Beispiel einen Stundensatz gegeben oder halt Anzahl von Stunden, die eine Maschine laufen kann. Wählen wir mal das Beispiel 500 Stunden in ihrer Lebensdauer und eine Nutzungsdauer von 5 Jahren. Dann gibt das halt auch ganz gut auf. Und wir wollen halt jetzt für jedes Jahr was abschreiben. Da ergibt sich natürlich, erstmal brauchen wir einen Stundensatz pro Jahr, und das wären halt hier 100 Stunden. Würde halt im Jahr durchschnittlich, wenn man das halt eine lineare Abschreibung und dauernd halt machen würde. Natürlich könnte auch in der Aufgabenstellung sein, im ersten Jahr wären 92 Stunden und sonst was halt abgebildet. Und dann haben wir noch WBK, Wiederbeschaffungskosten von, sagen wir mal, 50 Euro oder 500, ist ja auch egal. Ebenfalls das erste, was wir halt machen würden, wären einen Maschinenstundensatz halt ausrechnen. Der würde sich halt ergeben, die WBK durch unsere Gesamtstunden. Also WBK durch unsere Stunden. Das wäre Maschinenstundensatz. Zum Beispiel. Und dann würden wir halt diesen Maschinenstundensatz jeweils der Menge an Stunden im Jahr benutzen, um halt die Abschreibung in jedem Jahr halt festzulegen. Ich hoffe, es wird ersichtlich in den Aufgaben. So viel erstmal zur Theorie, und dann kommen wir auch gleich zur Aufgabe 8.